Rumänien ist nach der russischen Annexion der Krim 2014 aus Sicht der NATO strategisch in den Fokus gerückt. In regelmäßigen Abständen werden im ganzen Land Großmanöver durchgeführt, wie auch derzeit mit der Übung Noble Jump. An dem Manöver für Schnelleinsätze beteiligen sich mehrere tausend Soldaten aus 11 NATO-Ländern. Damit soll auf mögliche künftige Bedrohungen an der Ostflanke der NATO schneller reagiert werden können. Vor allem eines soll bei diesem Spezialmanöver der NATO trainiert werden. Der schnelle Einsatz von hochbeweglichen Truppen für den Fall einer plötzlichen militärischen Krisensituation in einem NATO-Mitgliedsland. Dazu wurden die 5000 Soldaten aus 10 NATO-Ländern in kürzester Zeit nach Rumänien verlegt. Sie alle gehören zu einer multinationalen Brigade für Schnelleinsätze. Die Einsatzfähigkeit der als NATO-Speerspitze bezeichneten Truppen wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Deutschland stellt diesmal keine Einsatzkräfte, ist aber zusammen mit allen NATO-Führungsstäben auf Kommandoebene im Hintergrund beteiligt. In der Durchführung sind es eben auch die Hauptquartiere, die im Hintergrund dabei sind. Und wenn man dann also ganz genau den Deckel aufmacht, würden sie auch alle 28 Nationen in dieser Übung finden. Diese Konzentration von NATO-Truppen in Rumänien ist sichtbar eine Demonstration der Stärke an der NATO-Ostflanke. Verweise auf eine mögliche Bedrohung durch Russland vermeidet das westliche Militärbündnis. Übungen dieser Art, so heißt es deshalb, seien nichts Ungewöhnliches. Wir waren letztes Jahr in Polen, davor in Spanien und nächstes Jahr wird es eine ähnlich große Übung von 35.000 Soldaten beteiligt in Norwegen geben. Doch bereits im kommenden Monat ist ein weiteres Manöver in Rumänien geplant, mit bis zu 40.000 Soldaten und unter US-amerikanischer Führung.